Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Daily Shops hier auf Chrisheim Kanal. Ja, Leute, es ist endlich soweit. Ein paar von euch können es wahrscheinlich nicht erwarten. Ich bin weg. Ja, Leute, das ist die letzte Folge Daily Shop, die ich für euch mache. Ab morgen ist wieder Chris am Start und ich möchte mich auf jeden Fall bei vielen von euch bedanken für den Support, die bei mir auf dem Kanal vorbeigeschaut haben, für die ganzen Abos. Dankeschön, Leute, das ist für euch, meine Freunde. Ja, falls ihr Bock habt, könnt ihr sehr, sehr gerne bei mir vorbeigucken auf meinem Channel. Erster Link in der Beschreibung. Ich war hier die kleine Vertretung für den Chris und ab morgen geht's wieder los bei ihm. Und ich zeige euch natürlich, wie immer, den Daily Shop. Und ja, wir gehen gleich rein. Heute sind zwei neue Skins am Start. Einmal haben wir hier den Paradox und die Lays am Stissel. Ich würde sagen, wir fangen wie immer auf der linken Seite an. Und zwar mit dem ersten Skin, mit dem Paradox-Skin, Leute. Der schaut auf jeden Fall mega crazy aus. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber ja, verrückter Skin. Und der sieht doch gar nichts, Leute. Und warum hat der eine Leggings an? Und warum hat der eine kurze Hose an? Und drüber noch ein Kleid und keine Ahnung. Crazy Skin. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch den holt. Ich muss sagen, ich hole ihn mir nicht. Oder vielleicht doch. Weil er so besonders ausschaut, kann man sich schon mal überlegen, ihn zu holen. Aber auf jeden Fall ein lustiger Skin. Kommen wir direkt zum nächsten Skin und zwar zur Lace. Ein weiblicher Skin. Schaut ein bisschen aus wie so ein, weiß nicht, so ein Emo-Kid irgendwie. Japanisches Emo-Kitty. Ich weiß nicht, ob das japanisch sein soll oder ob das nur die Schminke ist. I don't know. Schaut auf jeden Fall cool aus. Ich habe ihn mir hauptsächlich gekauft wegen dem Backpack, Leute. Hier ein kleiner creepy Bär hinten drauf. Richtig nice und an sich auch ein cooler Skin einfach. Ich mag ja eh mehr Frauenskins und deswegen habe ich mir den Frauenskin heute geholt. Und vielleicht hole ich mir den Männerskin noch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mal schauen. Leute, kommen wir zum nächsten Item des heutigen Shops. Und zwar haben wir zusätzlich noch eine Spitzhacke. Irgendwie so eine Schaufel mit einem Auge und Stacheln. Coole Spitzhacke. Ich glaube, komm, was soll der Geiz? Ich gönne mir einfach, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wir hören mal ganz kurz in den Sound rein. Ja, klingt einfach wie eine ganz normale Schaufel. Ist es ja auch. Hat halt nur ein Auge und ein paar Stacheln. Aber ja, kann man sich schon gönnen. Wobei 800 V-Bucks schon ziemlich viel sind. Aber kann man sich schon gönnen. Leute, dann kommen wir zum nächsten Skin. Und zwar Equilibrium. Equilibrium, sprich mal so aus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Dach. Wir fliegen mit einem Dach. Für 500 V-Bucks. Ist wenigstens nicht das Standardmodell, aber ich glaube, ich hole es mir nicht, weil allgemein Gleiter, ich weiß nicht. Ich kaufe mir fast keine Gleiter, außer die sind halt mega special irgendwie. Und ist halt ein Dach. Wenn ihr ein Dach haben wollt, kauft ihn euch. Ihr wisst Bescheid. Okay, dann kommen wir auch schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Es ist so, dass da nichts Neues dazu gekommen ist. Alles, was da ist, war schon mal im Shop drin. Da haben wir einmal den Wolkenschlaggleiter. Ein Gleiter, der relativ häufig drin ist. Finde ich ganz cool eigentlich, so ein bisschen animiert. Mit Blitzen drauf. Habe ich mir aber nicht gekauft, weil einfach 1200 V-Bucks für einen Gleiter ist es mir irgendwie nicht wert. Vor allem für so einen Standardmodellgleiter ist es mir nicht wert. Deswegen habe ich ihn nicht gekauft und ja, braucht man nicht. Genauso wie den Riot oder Riot. Der Punker-Skin, auf jeden Fall ein cooler Skin, aber der schaut schon aus wie ein Dulli, oder? Leute, der schaut schon richtig aus wie ein Dulli. Nur deswegen habe ich es mir nicht gekauft. Wäre so ein bisschen so abgefuckter im Gesicht, sage ich mal. Würde er so ein bisschen krank ausschauen oder irgendwie alt oder so. Dann hätte ich mir wahrscheinlich geholt, aber Leute, dieses Gesicht. Das ist doch kein Punker-Gesicht, Alter. Der schmiert sich doch 50 Tuben Gesichtscreme am Tag in die Schnauze. Na, keine Ahnung. Ihr könnt ihn euch holen. Ihr wisst Bescheid. Daily Shop, ich bin nur hier, um euch den Shop zu zeigen. Kommen wir zum Grillgeneral. Der Grillgeneral ist der Burgerbrater aus dem Burgerladen. Auf jeden Fall richtig nicer Skin. Ich habe ihn mir nicht geholt. Wobei, komm Leute, was soll der Geiz? 800 V-Bucks. Raus mit den Moneten. Ich muss sagen, ist ein cooler Skin. Vor allem auch, wie er so verdreckt ist und so. Gefällt mir ganz gut. Kann man auch mal zocken, Leute. Die Farben sind auch crazy irgendwie. Ja, dann kommen wir zu den zwei Emotes, die heute im Shop sind. Einmal haben wir hier die geschmeidige Moves. Beziehungsweise geschmeidigen Moves. Oder geschmeidige Moves. Keine Ahnung, für mich fehlt da ein N. Aber wir hören einfach rein, Leute.
ja, das waren die geschmeidige Moves. Und für wie viel V-Bucks? 800 V-Bucks, schon ziemlich teuer, aber ein cooler Tanz. Habe ihn sehr häufig benutzt, vor allem als er neu war. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und dann kommen wir zum Fußwahnsinn, Leute. Der ist crazy. Ja, das ist der Fußwahnsinn-Emote. Ich habe mir jetzt nicht gekauft, 500 V-Bucks. Ich weiß nicht, mir gefällt irgendwie die Musik nicht so rund, dass er so rumzappelt. Ich mag lieber irgendwelche coolen Tänze oder irgendwelche lustigen Tänze. Der ist nicht so meins. Ihr merkt schon, ich bin ziemlich kritisch, was Sachen angeht, zu kaufen. Aber irgendwie, ja, man muss ja auch ein bisschen kritisch sein. Das kostet ja alles einen Haufen Geld, Leute. Oder auch nicht. Das sind ja nur V-Bucks. Man kann sich ja sonst alles gönnen. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Sache des heutigen Shops. Und zwar die Siegerrunde. Eine Spitzhacke, die passt zu den Rennfahrer-Skins. Hier ist der Sound, Leute. Hören wir mal ganz kurz rein. Und ja, dann war's das von meiner Seite hier. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch einen guten Shop bieten können. Ich hoffe, ich konnte Chris gut vertreten. Und ja, ich verlinke euch nochmal zwei Videos von mir. Wenn ihr Bock habt, schaut doch gerne vorbei. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Channel, abonniert Snork seinen Channel. Und wir sehen uns. Bis dann. HDGDL und so. Ah, verdammt. Top oder Flop oben rechts abstimmen. Bis dann. Tschüss.